Okay, hier finde ich jetzt wahrscheinlich auch noch mal, da wird jetzt nicht geholfen. Hier finde ich jetzt wahrscheinlich auch noch. Sag mal, ich bin. Wollt ihr mich verarschen hier? Das kannst du nicht machen! Endlich, endlich, liebe Menschen, ist es fertig runtergeladen. So, jetzt starten wir es. Welcome to Kowloon. Ich begrüße euch zu Schocktober-Tag 4. Und schon 6 Spiele aus dem Schocktober-Bereich gemacht. Glaube ich. Ja, glaube ja. Also es wird auf jeden Fall mehr Videos geben als Tage. Okay, Leute, es geht los. Ich nehme Pad. Ich nehme Pad. Ich nehme immer Pad. Danke. Gucken Sie das Intro an. Ist lustig, weil ich Kowloon wirklich nur durch Shenmue kenne. Aber es sieht schon so aus, wie ich es kenne aus Shenmue. Was ist denn da? Ist das die Drehung? Ja, besser. Lustigerweise oben und unten, also es ist quasi in bestimmte Richtungen geht es schneller als in andere. Okay, geht nicht auf. Ja, es hat eine ganz schöne Fischaugenoptik. Ich glaube fast, das ist nötig, weil die Ecken hier in Kowloon alle sehr, sehr eng sind. Also ich glaube, man könnte sonst kaum was zeigen und darstellen. Aber ich weiß es natürlich auch nicht, ob das Spiel gelungen ist oder nicht. Ich habe Gutes gehört. Dachte, hier vielleicht. Das müsste jetzt eigentlich der vierte Stock sein. Ich weiß nicht, wie es in China ist, ob da auch der erste Stock als Erdgeschoss gilt oder als erster Stock, weil dann, na gut, gehe ich nochmal einen hoch, aber jetzt bin ich wahrscheinlich zu weit oben.
glaube, ich laufe jetzt gerade falsch, aber ich gehe trotzdem einmal nochmal hier den Weg lang. Das finde ich immer interessant, wenn man dann schon weiter kann. Ich bin gegangen, ich habe den Schlüssel im Laden gelassen, er liegt draußen vor dem Eingang. Oh, ist das denn für mich gemeint vielleicht? Schlüssel im Laden, draußen vor dem Eingang des Ladens, okay. Ich denke, das war dann doch die Wohnung. Oh, ich würde dir so gern was geben, mein Freund. Ich hab doch nichts. Haben wir nicht hier irgendwo Müll? Kann ich irgendwo Müll geben? Nee. Na, vielleicht doch. Nee. Irgendwann werden wir schon was für dich finden. Eben noch einer. Den habt ihr doch auch gesehen. Ah, da ist nichts. Oh, so ein weiterer Lagerraum oder was? Okay, die werden irgendwann alle nochmal wichtig, glaube ich. Ist das der Laden? Okay, dann ist vielleicht hier der Schlüssel, aber ich weiß halt nicht, was der Laden, ob der das ist, ne? Irgendwo ein Mensch. Vor die Tür. Und das alles nur, um in die Wohnung zu kommen. Das ist natürlich der Anfang, ne? Ist ja erstmal alles ein bisschen raffen. Aber das erst einen hochschicken und dann runterschicken ist schon gemein. Ups, das ist ja gar nichts. Ein bisschen erinnert mich das an Parasite, dass man vielleicht hier irgendwo illegal lebt. In irgendeiner Nebenecke, wo es keiner mitkriegt. Ach so.
Das ist schon ziemlich deprimierend, ne? Da möchte man eigentlich nicht leben. Ist auch so dunkel und eng und... Ja gut, das ist ganz schön. Das ist aber schön. Du hast sogar 4 Flaschen Sojasauce. Du bist ja reich. Tee? Möchten Sie Tee? Musst du erst mal ziehen und dann ist der doch so heiß. Kannst du nicht in einem Abwasch. Naja, gut. Ihr habt ein kleines Mottenproblem hier in dieser Wohnung. Ist das mein Zimmer? Hier, im Stehen. Unter der Treppe 4. Ich habe genau ein Outfit. Schade, ich kann nicht mal die Bücher lesen, weil ich so gerne mache, aber es würde in diesem Fall wahrscheinlich auch nichts ergeben. Ich bin verängstigt, ich möchte nach Hause gehen. Die alte Frau ist verrückt geworden. Ich konnte schon lange nicht mehr nach draußen gehen. Von wem ist diese Nachricht? Ja, vielleicht haben die mich aber auch hier eingeschlossen in der Wohnung. Das ist interessant. Ist es nicht... Sieht es nicht wirklich genauso auch aus wie diese Parasite-Wohnung? Also, wo sie unten in dem Keller irgendwann wohnen, wo die Treppen, wo die Fenster oben sind, genau an so einer Steigung und dann läuft da das Wasser rein? Oder bilde ich mir das gerade alles ein? Aber auf jeden Fall ist halt echt nicht so geil. Also, ich meine, man will ja thronen. Man will ja oben sein, wenn man kackt. Aber das ist doch Quatsch. Was soll das eigentlich? Warum fehlt da Platz? Wohnt da auch wieder jemand drin? Ist das eine andere Wohnung? Vielleicht ist das auch so ein kulturelles Ding, dass die das wirklich so haben, dass das aus irgendeinem Grund so ein Ding ist. Also ich habe es in China zumindest so noch nie gesehen, aber ich war ja auch sehr jung, als ich da war. Ah, gute Dosen. Oh, sie hat was unter der Tür durchgeschoben. Wage es nicht, nachts rauszugehen. Ja gut. Sie hat ja eh abgeschlossen. Geh doch einfach pennen. Aber hier ist offensichtlich alles verschanzt, ne? Du kommst hier einfach nicht... Weiter, kommst hier nicht hin. Jetzt duscht jemand. Da kann ich natürlich hier schnell zur Vermieterin mal reingehen. Die hängt sich hier einfach dutzende Füße und Köpfe? Ernsthaft?
an die Wand, in die Decke und dann schläft die hier in diesem ekelhaften, stinkenden Moloch. Ja, da würde ich jetzt aber auch rausgehen, da bin ich mal ganz ehrlich. Das ist jetzt aber nicht meine Inneneinrichtung, da haben die nichts von gesagt. Geh einfach nur zum Schloss und steck den Schlüssel rein. Ah, er passt nicht. Dann ist die Hintertür. Ah, die sah ganz gut aus. Das sah ganz gut aus. Lassen Sie mich, ich will jetzt einfach nur schlafen. Ah, ich will mich hier einfach hinlegen. Nee, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Da geht er nicht weiter, ne? Da geht's nicht weiter. Bado, da würde es weitergehen, aber nicht für mich. Soll ich den Schlüssel vielleicht einfach wieder zurücklegen? Und überall tripscht der Sapsch und Sabber irgendwie und das Blut gegeichselt. Also was ist das denn jetzt auch? Ey, also warum hängt man sich das wirklich? Ich verstehe nichts daran. Warum hängt man sich das in die Wohnung? Also meine Charaktere bei Pen & Paper würden das natürlich auch machen, aber da sind wir ja nun mal nicht. Ja, offensichtlich echte Menschen hier. Tja, alles verstuhlt. Komme ich nicht weiter. Alter! Das ist doch jetzt ganz neu! Also das war vorhin aber noch nicht da! Bilde ich mir noch alles ein. Oder also auch der Charakter, ne, der wundert sich überhaupt nicht darüber. Das ist halt so. Ja, ist halt Kowloon. Fuck you! Fuck you, Spiel! Zieh dich an. Einfach nur schnell weg. Ah ja. Das machen die sehr gerne, ne? Dass du irgendwo reingehst, dann geht was auf, dann geht wieder was zu und dann ist es so ein bisschen... Die nehmen jeden Trick mit. Da gehe ich ganz sicher nicht rein, die dunkle Küche. Sieht man nichts. War das alles so feuergefährlich hier, was ihr hier macht? Der Brandschutz ist informiert. Na gut, vielleicht soll ich dann doch lieber hier lang. Aber man sieht doch gar nichts. Das kann es nicht sein. Da ist es. Okay, das ist es auch nicht. Da wird einem die Tür vor der Nase zugehauen. Ja.
In letzter Zeit sind die Dinge in der Stadt merkwürdig geworden. Ich fühle mich hier unsicher. Ich muss die Renovierung beenden und bald ausziehen. Warum ist da jetzt der Schrank davor? Der war doch eben auch noch nicht da, ne? Vielleicht doch. Das ist ein schönes Bild. Nee? Man denkt immer, das muss die Tür sein, aber nein. Zu viele Türen. Ja, gibt wirklich keine Möglichkeit, hier rauszukommen, ne? Ob der Schlüssel hier irgendwas bewirkt? Nee, auch nicht. Das sind ja auch nur die... Ach, das Gas ist auf jeden Fall eine ganz schlechte Idee. Wahrscheinlich bilde ich mir den ganzen Scheiß nur ein, weil irgendwo... Oder die Omsen ist vielleicht auch deswegen verrückt geworden oder irre geworden oder mutiert, weil da Gas ausdringt. Hängt da original der Typ? Oder sind das die Klamotten? Ich kann's nicht sehen! Das macht mich so fertig. Da hängt doch eindeutig was. Sind die denn alle... Sind das alles Wahnsinnige? Ich kann das nicht sehen. Ich will es aber sehen. Nee. Kann es nicht sehen. Horror von der Stange. Sehr guter Gag. Aber es ist auch ein bisschen Horror von der Stange. Es ist halt ein Haus, wie immer. Es sind immer Häuser. Und da läufst du dann immer rum und da kommt immer Buga, 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 irgendeine schlimme, meistens eine Frau, warum, weiß ich auch nicht, aber meistens ist es irgendeine alte, irre Frau. Oh, geil, das ist ja geil, jetzt wird alles besser. Das ist sehr schönes, das gefällt mir sehr gut. Dass man das so, dass es nicht einfach nur einmal alles erhält, sondern dass man wirklich auch gucken muss. Oh, das ist eklig. Ah, seht ihr, der hängt tatsächlich nur Klamotten, ne? E3 GTS, ja, okay. Kann ich aber, ich kann das gar nicht. Doch. Tja. Wie soll ich das rausfinden? Okay. Da ist der Code. Ein D. Ja, das hilft mir nicht so viel. Gibt's da überhaupt ein D?
Da frage ich mich jetzt natürlich, welche Sprache das überhaupt ist. D-E. Du? Du bist. Doom. Du bist Doom. Du bist Dummi. Dummi. Ja, ich weiß es nicht. Ich würde es erstmal mit Pisse probieren. Sehr gut, denn wie wir alle wissen, ist das eines der drei am häufigsten verwendeten Inhalte von 3D-gedruckten Koffern. So, also D. Backwards? Backwards? Squidward? Backwards. Keine Ahnung, was das, ob das was bedeutet. Könnte sein D rückwärts oder was man auch immer dann haben, rückwärts. Kann ich eigentlich in die Hocke? Nee, ne? Nee. Also es sind eine Menge Kisten, aber es kann ja wohl nicht sein, dass ich jetzt alle Kisten durchsuchen muss. D und C. Okay, D und C. Wird sich mal gemerkt. D, C und so weiter. Irgendjemand ist in der wohnt in der Wand. Anders kann ich es mir nicht erklären. Gasleck. Hätte ich mal lieber ein Grasleck. Ja, vielleicht da in den Dingern, ne? Kaffee, um die Drogenhunde abzuwimmeln. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich kenne das eigentlich nur aus. War das, Beverly Hills Cop? Ah, ich habe überall im Haus Kaffeepulver gefunden. Kaffeepulver, wir sehen Kaffeepulver. Drogen werden meistens von gemahlenem Kaffee abgedeckt, um die Drogenhunde zu verwirren. Das ist alles, was ich noch weiß. So. Okay, hier ist halt nichts, obwohl hier jemand sitzt und die ganze Zeit eine Kippe nach der anderen anraucht und sie dann hinlegt. Na komm, ernsthaft... Mir versperrt wirklich dieser rote Eimer den Weg. Ist das jetzt wirklich kein... Ist das dein Ernst? Na gut, dann kann ich da leider nicht hin. Das ja, seht ihr ja. Ne? Das ist eindeutig die Straßensperre hier. Okay, hier finde ich jetzt wahrscheinlich auch nochmal... Da wird jetzt nicht geholfen. Hier finde ich jetzt wahrscheinlich auch noch... Sag mal, ich bin... Wollt ihr mich verarschen hier? Das kannst du nicht machen! Holla, die Waldfee. Ich bin ja wirklich kein Neuling bei Jumpscares. Aber mit diesem Sound noch, Alter, das kannst du doch niemandem antun. Also, wir haben D, C und Y.
Aber voll das Augenbild. Ich sag dir, der Typ ist einfach durchgeknallt. Oder die Frau, wer auch immer ich hier gerade spiele, der, keine Ahnung. Der hat die falschen Drogen genommen. Alter. Alter. Echt schockiert, ne? Gleich mal für Mara markiert, als Best-of. Also ich muss wirklich loben, mir gefällt das mit der Lampe total gut. Das hat so ein bisschen was wie in einem VR-Spiel, wo man dann ja auch mit der Hand die Kamera, die Lampe lenken kann natürlich. Und es macht das Ganze noch atmosphärischer, weil die Lampe ist recht hell. Das haben die halt echt extra so gemacht, ne, dass man denkt, da hängt was. Oder ist das immer noch? Nee, ist der neue, okay. Aber die Lampe ist schon recht hell, aber sie hat halt nicht so ein großen Radius. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. Ist auch nicht neu, aber funktioniert hier halt richtig gut. Auge! Nee, E. D, E, C und dann irgendwas. Decoy. Ich glaube Decoy. Scheiß Kühlschrank, der immer wieder ausgeht, aufgeht und ausgeht und angeht. Hier, das hier nur, das ist ja schön, die ganzen 80er-Jahre-Dinge. Was haben wir da? Also okay, wir haben. Warum wackelt der so? Der ist so richtig fröhlich, ne? Der ist stolz drauf, mich zu sehen. Also, wir haben Robocop, wir haben Rambo, wir haben Kit. Ne, ist das Kit? Ne, ist einfach nur ein krasses Auto. Und die anderen weiß ich nicht genau. Das eine ist auch nochmal Terminator. Das ist Jean-Claude Van Damme. Mann, Kühlschrank! Lass mich doch kurz mal hier den Kram angucken. Ich kenne nicht alles. Aber ist lustig, ne? So. Was für bizarre Fotos auch. Ich guck nicht hin. Okay, ein A. Decay. Ja, Vergammlung auf Mornisch. Dann gehen wir da hin und machen das jetzt hier. Komm. Nach allen Regeln der Horrorkunst kommt jetzt eh gleich noch was, bevor ich das eingebe. Nee, das ist die falsche Tür. Also mit den Türen hat man hier schon so ein bisschen so seine Probleme, weil alles so eng ist. So, wo war denn das nochmal? Ich dachte, das wäre hier gewesen. Nee, war aber nicht. Da vielleicht. Ja. Das ist übrigens auch so ein, ich sag mal, ist ein Klischee, aber da ich ja recht viele Asiaten kenne, die mir das A immer bestätigen und die B bei ihren Eltern dasselbe feststellen, sind asiatische Eltern aus irgendeinem Grund immer ziemliche Hoarder. Aber nicht so unhygienische Hoarder, sondern einfach nur Leute, die nichts wegwerfen und alles in Kisten einräumen. Meine Schwiegermutter hat eine Luftfritteuse, ne? Ja, genau. Und ich wollte dann auch eine haben. Und dann, die hat von allem immer eine Version. Sie hat auch so 13 Tischtennisschläger und 100 Bälle, obwohl sie nicht spielt. Aber sie hat die mal bekommen, also wirft die ja nicht weg. Wäre irre. Kann man die irgendwann gebrauchen, wenn mal irgendeine Fußballmannschaft kommt und unbedingt jetzt Tischtennis spielen will. Naja, jedenfalls, dieser Airfryer, der ging natürlich nicht mehr richtig, weil sowas nie richtig geht, gerade wenn es irgendeine alte Technik ist. Und dann hat der mir hier, das war auch mal im Stream tatsächlich, als mir hier mal die Lampen ausgegangen sind und der Stream aus war, hatte ich einen Stromausfall, den hatte ich, weil meine Frau währenddessen diesen Airfryer eingesteckt hat. Und der ist irgendwie kaputt, sofort alles kaputt gegangen, ausgegangen. Dann haben wir es noch einmal getestet und es ist wieder genau dasselbe passiert. Also haben wir ihn ihr zurückgegeben und was passiert? Der ist noch gut, der steht jetzt noch irgendwo im Regal. Der geht nicht und er steht trotzdem im Regal. Das ist es.
Und ich habe mir da eine richtige Fritteuse gekauft, Airfryer. Oh, kann es euch so empfehlen. Airfryer ist wirklich changed the kitchen game für mich. Meine Frau erst komplett dagegen gewesen und dann aber ist sie, kein Wortspiel, warm geworden mit dem Airfryer, weil du einfach alles Geile damit machen kannst. Das ist einfach ein mega gutes Ding. So, Dumi ist es also nicht. Es ist DK. Das erinnert mich immer an mein KKK. Das war eine Kopfgeburt von Budi und mir. Das war unsere Kopffirma, die wir nicht wirklich hatten. Wir hatten ja mehrere Firmen, aber das war auch eine Firma, die wir nicht hatten, aber die hatten wir im Kopf. Und die hieß DDDDKKK. Das dynamische Duo der konkret krassen Konzepte. Es ist lame. Aber muss ich gerade dran denken. DDDDKKK. Ach, herrlich. Ach, das waren noch Zeiten, ne? Als alles noch möglich war. Alles war offen. Die Welt war meine Auster. Ich war noch keine 40 und hatte noch Freude am Leben. Der Chat sagt's auch. Heißluftfritteuse ist ein Gamechanger. Vor allen Dingen auch für eure Strompreise. Oh, das sieht alles nicht gut aus. Ein leerer Raum, nur mit einer Brechstange und undefinierbaren Müllsäcken. Ich drehe mich um. Wo kommt der Jumpscare? Das Schlimme ist, wenn sie einem am Anfang diese Jumpscares zeigen, hat man ab dann immer Angst. Selbst wenn sie nie wieder welche machen. Aber ich glaube, das hier ist ein Jumpscare-Spiel. Ich glaube, das ist eins. So, wir haben die Brechstange für die Bretterwand. Oh, dieser Kühlschrank. Warte, bis du Opti-Grill entdeckt hast. Ja, das kenne ich nicht. Aber ich habe auch nicht diese ganzen teuren Riesensachen. Meine Frau hasst Geräte in der Küche. Das ist dann immer so vollgestellt. Und wie gesagt, sie ist da ein bisschen traumatisiert durch ihre Mutter. Und ja, also es war ein harter Kampf, diese Fritteuse. Ich musste immer wieder zeigen, hier, wir könnten sie. Ich habe sogar, und das fand ich geil, Amazon hat ja so eine 3D-Augmentierungsgeschichte für die Kamera. Das heißt, du kaufst das Ding noch nicht, sondern du lässt es dir augmentiert quasi anzeigen, wie es dann aussieht von der Größe her. Und da habe ich ihr gezeigt, guck mal, es passt sogar hier genau in diese Lücke rein. Und damit hatte ich sie. Danke, Amazon. Für genau diesen Zweck, glaube ich, wurde dieses Feature erfunden. Das erinnert mich total an dieses Cyberpunk-Spiel, wo man als Rutger Hauer, auch mit seiner Stimme, glaube ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war er, wo man auch durch so eine, man ist so ein Detective in der Cyberpunk-Welt und ist in so einem Multikomplex, der natürlich komplett verranzt ist und in jeder Hinsicht nicht mehr logistisch und logisch zu erkennen ist, wo da eigentlich was ist, weil das einfach so wie ein Labyrinth ist, Wände eingerissen und da muss man quasi mit den Leuten einen Fall lösen, indem man mit ihnen redet und analysiert. Aber es ist eine ganz ekelhafte Welt, in der man da rumläuft. Kann ich auch sehr empfehlen. Wie heißt denn das? Observer, genau. Gibt es auch als Redux-Variante mittlerweile, die nochmal, glaube ich, ein bisschen spielbarer ist. Die erste war, glaube ich, irgendwas war da nicht optimal. Kann ich, Observer, ja, genau. Observer kann ich euch, wie gesagt, auf jeden Fall empfehlen. Ich habe das schon zweimal angefangen, nie beendet. Das sind übrigens Spiele, die ich dann so privat spiele. Aber das könnte ich eigentlich auch mal hier spielen. Wie wär's mal mit ein paar Geräuschen oder so, dass ich weiß, was hier ist? Was ist hier los? Ernsthaft? Das war's? Oh, Leute, da habt ihr aber den ersten Kontakt komplett verkackt. Das muss man doch anders machen. Das kannst du doch nicht so machen. Na gut, egal.
Hast du Visage durchgespielt? Nein, nicht ganz. Ich hab's relativ weit gespielt, aber nicht durch. Es hat mich irgendwann, also ich hab irgendwann, hab ich wirklich zu viel Angst gehabt vor dem Spiel. Ich muss ehrlich sagen, dass Visage eines der schlimmeren Spiele ist, die ich gespielt habe, wo ich wirklich auch ein bisschen Blutdruck. Sag mal, willst du mich verarschen, Spiel? Soll ich dir auf die Schnauze hauen? Seid ihr alle taub oder was? Der Chat kann auch nicht mehr. Da ist die Hose aber durch. Puh. Oh, der schon wieder. Das war ein anderer, ne? Alter, der ist schon so angeschimmelt und so so abgealtert. So sehe ich aus. Nach 2 Tagen Rocket Beans. Ist sehr schön da. Ich bin da sehr gerne. Bin da sehr gerne und mag die Menschen dort alle sehr. Selbst die, die so aussehen. Aber ja, ihr kennt ja meine Videos mit Gregor. Na. Ich freue mich sehr darauf, jetzt diese Woche vielleicht auch wieder eine Runde Spiele mit Bart aufnehmen zu können mit Gregor. Ich weiß es nicht genau. Ihr kriegt dann wahrscheinlich die Folgen ein bisschen verspätet, weil Gregor um mehr Zeit gebeten hat, die zu schneiden, weil das ist schon viel Arbeit. So, jetzt ist aber die Frage, wo ist denn jetzt das Monster von eben hin? Mortuary habe ich auch gespielt. Ist auch nicht schlecht, aber ganz im Ernst, es ist so offensichtlich, was da passiert, dass das, du siehst das Spiel wirklich beim Arbeiten. Du kannst wirklich sagen, okay, jetzt kommt gleich nochmal links einer. Okay, oh, jetzt muss ich aber wirklich weg. Okay, wo lang? Wie soll man denn hier irgendwas finden? Es ist saudunkel! Oh, knapp. Pff, ist ja wirklich auch wie ein Irrenhaus hier. Und dann habe ich noch diese langsame Steuerung. Es gibt keinen Ausweg. Code 5913. Das ist der einzige Ausweg. 5913. Merkt's euch. 5913. Eieieiei. Dadurch komme ich rein in die Türe. Nee, das reimt sich nicht, ne? Eieiei. Moment. 5. Ach shit, ich kann's echt nicht sehen, ne? 5913. 5 ist Trümpf, alle 9. Ich bin der Einzige, der keinen Dreier hatte. Das ist es. Das ist der. Wirklich auch bei euch, ne? Das ist so dumm. Das ist so dumm, aber es funktioniert. Das ist das Schlimme daran. Es funktioniert. Es ist leider wirklich wahr. Du kannst einfach jeden Menschen der Welt. Bugga, bugga, bugga. Bugga, bugga, bugga. Es ist wirklich immer dasselbe, ey. Okay, komm. Aber ich mag es auch ein bisschen. Aber es ist schon sehr cheap. Da müsst ihr schon noch mal ein bisschen mehr jetzt hier leisten als das. Stimmt, hier kam ich her. Das kann ich total gut verstehen. Einfach nur noch auf die Straßen und nie wieder irgendwo in eine Wohnung. Aber es scheint auch nicht so richtig. Wir sind noch nicht draußen zu sein. Es wirkt noch nicht so.
Das ist, glaube ich, das dritte oder vierte Spiel, was ich in den letzten 2 Tagen spiele, wo die ganze Zeit ein Telefon klingelt. Das ist irgendwie so ein Horror-Trope, ne? Ein klassisches Horror-Trope. Fast so gut wie Leute, die am Haken hängen. Ein einsam läutendes Telefon. Warum will niemand antworten? Wo ist der Besitzer? Wer ruft an zu dieser nächtlichen Stunde? Motten weisen dir den Weg. Was ist das da? Was ist das da drin? Das seht ihr auch, ne? Das ist doch nicht, das ist doch ganz sicher absichtlich. Das ist irgend so eine komische Geschichte, die ich mir hier holen kann. Den Code, natürlich. So, wie kann ich das jetzt hier? Ja, du sollst den Code eingeben. Warum gibt es hier überhaupt so ein Nummernpad? Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Na gut. Okay, hier geht's auch wieder nicht weiter. Der Aufzug funktioniert nicht. Natürlich gab es schon jemals ein Horrorspiel, wo der Aufzug funktioniert hat. Der Generator ist kein Benzin mehr, hat kein Benzin mehr und der Anlasserhebel ist kaputt. Ja, ey, das kann echt ja jemand anders machen, ne? Ich muss ja nicht alles machen. Den Hebel habe ich natürlich schon gesehen. Der ist ja in dem, warum auch immer, in dem Automaten. Benzin ist natürlich schon was anderes. Wahrscheinlich brauche ich auch Geld für den Automaten, könnte ich mir vorstellen. Oder ich kann erst jetzt ihn benutzen, nachdem das quasi... Oh, auch interessant. Bücher geben ja immer, meiner Ansicht nach, immer einen guten Eindruck auf die Gedankenwelt der Entwickler. Hier aber ist es einfach nur Trash. Death Court. Oder das bekannte Buch, Novel. Das bekannte Buch, Roman. Haben Sie das gelesen? Schade. Okay, ist dann hier vielleicht doch irgendwas versteckt oder so? Nee, ne? Vielleicht kann ich jetzt da an den Automaten. Wie sieht es mit deinem Buch aus? Ich bin immer noch dran. Eigentlich wollte ich im Schocktober ja schon quasi fertig sein, aber das war illusorisch und naiv. Ich bin ja in vielerlei Hinsicht fertig, aber ich finde kein Ende. Ich horde Geschichten und finde immer noch kein Ende. Hab die Geschichten auch alle noch nicht korrigiert. Wollte eigentlich für die Geschichten auch noch Bilder... Ah, okay. Wollte auch noch Bilder generieren lassen, AI und so. Also ich wollte ganz viel noch machen. Geschafft habe ich davon nichts. Auch weil die Bahn mich einfach nicht mehr fahren lässt in Ruhe. Es ist immer irgendwas... Man kann selten seinen Laptop rausholen, weil man die meiste Zeit auf dem Boden sitzt.
Ich glaube, man kann ja auch noch hinten rumlaufen. Aber erstmal gucken wir, ob das jetzt geht, aber wahrscheinlich nicht, ne? Okay, nee. Schade. Geld. Nicht mal genug Geld. Ah, okay. Komme ich nicht durch? Es ist ja auch mein Buch. Es klingt immer so blöd, wenn ich das sage. Ich meine, das sind einfach nur fucking dumme Geschichten, die wahrscheinlich voll scheiße sind, die allen, wo sich alle drüber lustig machen. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock, die Kommentare dazu zu lesen. Aber ich wollte es schon immer mal machen und jetzt habe ich irgendwie die Muße und bin auch froh, dass ich das angefangen habe, weil es mir enorm viel gegeben hat. Die Regierung verheimlicht die Tatsache, dass wir hier verrecken. Es ist vielleicht echt das Gas, ne? Okay, der muss ja wahrscheinlich hinter mir sein, ne? Da. Mehrere Kanister. Nimm sie doch alle mit. Das ganze Haus musste abfackeln. Oh, der ist aber reich. Guck mal, der ist reich. Der hat 10 Sojasoßen. Überall. Ich meine, das ist ja eigentlich nicht schlimm, in einem Gebäude Leute rumlaufen zu sehen, ne? Aber hier schon. Kann man die Tür mal richtig aufmachen? Ich will nicht die Hälfte nur sehen können. Ich will alles sehen. Jetzt brauchen wir halt nur noch Geld. Das ist wirklich das einzige Hauptproblem gerade aller Menschen. Um das zu kriegen, ne? Okay, und dann können wir endlich den Lift aktivieren. Oh, das ist neu. Spielplätze haben in solchen Spielen auch immer was sehr, sehr Creepiges. Vor allen Dingen, wenn die schaukeln, dann immer alleine schaukeln. Ich zeige dir etwas. Schaue unter den Felsen bei der Schaukel. Nö, wir haben das Sojasoßen-Asset gekauft. Jetzt müssen wir es auch benutzen. So stelle ich mir das vor. Stein bei der Schaukel. Das muss ja dann der sein. Noch ein Zettel. Hahaha. Und jetzt in den roten Kühlschrank. Okay, so eine Schnitzeljagd. Warum heißt das eigentlich Schnitzeljagd? Frage ich mich. So, und jetzt zu dem mit dem roten Kühlschrank. Okay, dann doch da weiter. Also das Spiel hat auf jeden Fall, finde ich, eine schöne Atmo. Ihr seht das auch, ne? Ja gut, nicht jeder, der hier rumsteht, will mir was Böses, ne? Ist ja auch klar. Ach ja, weil Schnitzel so ein kleiner Zettel ist, ne? Naja, okay, das verstehe ich. Das ergibt total Sinn. Endlich mal was ich verstehe.
Haben Sie das rosa Tuch im Garten gesehen? Mochten Sie sehen, was sich dahinter verbirgt? Das rosa Tuch im Garten. Wieder auch so schräg. Goink, 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 goink. Genau das, was ich vorhin gemacht habe. Genau das hat er gemacht. Oink, 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 oink. Das würde ich gerne von der anderen Seite sehen. Weil von der anderen Seite steht er nämlich so da. Total dumm. Total unwürdig. Eines Monsters unwürdig. Ich möchte endlich deine Kurzgeschichte lesen, von der du mal den Anfang erzählt hast, mit dem Typen, der den anderen Typen ist. Der Anfang war so catchy. Ja, die Anfänge sind mir immer sehr wichtig. Ich weiß aber nicht, ob der dir gefallen würde. Ich finde den, also ich bin mit der Geschichte zum Beispiel noch nicht zufrieden und die ist auch noch nicht ganz fertig und die wird immer länger. Ich bin jetzt schon bei 20 Seiten oder so und das ist bei mir immer ein Zeichen, dass ich nicht weiß, wo was hin soll, weil ich ja eigentlich Kurzgeschichten schreibe. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig und ich weiß leider auch nicht genau, wie sie weitergehen. Also ich weiß, wo sie hin soll, aber ich weiß nicht, wie das Ende ist. Ich weiß quasi nicht, ich kenne den dritten Akt nicht. Und je länger so eine Geschichte ist, dann musst du irgendwann auch ein gutes Ende finden, sonst ist es wirklich dann einfach scheiße geschrieben. Und das irritiert mich ein bisschen. Aber irgendwann komme ich da, also ich weiß nicht, ob ich das für das erste Buch schon schaffe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Geschichte fürs zweite Buch wird. Weil ich aber noch nicht fertig kriege. Dann habe ich noch so eine andere Geschichte, von der ich auch immer erzähle. Das ist meine Crap-Geschichte, in die ich immer reinschreibe, wenn ich nichts anderes weiß und nichts anderes schreiben will und auch keine Ideen habe und auch eine alte Geschichte mich gerade, meistens will ich die erstmal dann nicht mehr sehen und das irritiert mich nur und ich will damit nichts zu tun haben. So wie mein Hund, wenn er irgendwo hinkackt. Der geht auch danach weg, der guckt kein einziges Mal mehr zurück. Und so mache ich das mit Geschichten auch. Und die Müllgeschichte, die ich da immer benutze, die basiert auf XCOM, lustigerweise, so ein bisschen, so ganz vage. Und die ist jetzt auch schon 30 Seiten lang und ich denke immer so, ey, das ist ja eigentlich nur die Quatschgeschichte, die soll ja gar nicht wirklich, die wird wahrscheinlich nie veröffentlicht, weil die scheiße ist, aber auch die ist dann irgendwann endlos lang geworden und da weiß ich auch, wo sie hin soll. Aber ich bin noch nicht mal aus dem ersten Gefecht raus. Mein Heiligtum ist wunderschön, nicht wahr? Ich habe mich hier versteckt, vor all dem Horror, der mir allmählich in meiner Familie und im ganzen Dorf ist es gut, dass es keine lebende Seele mehr gibt in Kowloon gibt. Sie benötigen diesen Raum. Okay. Also Deutsch musst du wirklich noch mal ein bisschen lernen, mein Freund. Aber du bist ja noch jung. One Wolf Moon, ne? Nicht Three Wolf Moon. Das ist eigentlich eine ganz schöne Ecke. Muss ich sagen. Aber hier kann ich nicht viel mitmachen. Eyes wide open, divided, see what you want. Time to die. Whispers from the Dark, Lost in Rome. Bei manchen weiß ich nicht, ob es die wirklich gibt. Die könnten auch existieren. Dragon's Blow, Temple of the Chosen. Das klingt ein bisschen auch wie Spiele, die rauskommen. Gruesome New. Auf jeden Fall nicht unbedingt die passende Lektüre für ein Kind, das eigentlich Katzen- und Pinguinbilder sammelt. Okay, hier ist nichts mehr. Ich würde sagen, diese Medikamente, die da liegen, die sind noch wichtig. Aber scheinbar, ich kann ja leider auch nicht in die Hocke oder so, ne? Ist da eine Münze auf dem Boden? Oh, das ist ein sehr guter Gedanke, ne? Das Ding hier meinst du? Nee, das sind Tabletten. Aber hier eine Münze finden, das ist ein guter Plan, finde ich. Wir haben ja nun fast alles. Ihr seht ja an dem Licht, wo ich alles abgehe, kriegt aber nirgendwo diesen kleinen Pixel, der dann ermöglicht, das zu manipulieren.
Aber bei dem Spiel würde mich nichts wundern. Ich warte da echt lieber mal ab, nachdem man alles abgesucht hat, ob da nicht vielleicht doch noch irgendwas zum Grabschen ist. Weil das ist immer sehr schwer hier, finde ich, zu erkennen. Außer halt, ne, wenn man es eh schon weiß, weil es einfach offensichtlich ist. Aber nö, leider kein Geld. Die Münze hast du hier schon aufgehoben. Ach, die habe ich ja schon aufgehoben. Entschuldigung. Das ist manchmal, man nimmt Sachen, checkt die gar nicht mehr, so, weil ich am Labern bin. Und dann vergisst man es, ja. Okay. Wir suchen den Generatorraum. Uiuiuiui, wo war der nochmal? Kann gut sein, dass ich jetzt falsch laufe. Da war der. Hä? Moment. Da, genau, da geht's noch weiter. Da steht jetzt einer! Die Musikübergänge sind nicht immer so toll. Also hier zum Beispiel, wenn ich in diese Soundbubble reingehe. Ihr seht das, ne? Die Übergänge, ihr hört das ja. Erinnert dich das nicht etwas an Stray? Ach ja, stimmt, genau, weil Stray ist ja auch fast wie Kowloon, ne? Die Stadt unten am Ende. Ja, weil sie auch so eng ist natürlich, ne? So, ich habe den ganzen Kram, aber ich brauche natürlich immer noch den Generator. Boah, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo der war. Vielleicht muss ich da doch wieder in die düstere Halle gleich rein. Vielleicht ist er aber auch hier hinten irgendwo. Nee. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder hier lang. So, jetzt kann man hier oben links und man kann aber auch hier unten lang. Ich glaube, der Generator war hier unten. Nee, doch nicht. Oder vielleicht hier rechts? Nee, auch nicht. Diese Geräusche machen keinen Spaß. Fuck, ich weiß echt nicht mehr, wo der war. Hier sieht halt alles weird aus, ne? Alles sieht chaotisch aus. Ah, da ist er. Ich werde hier wahnsinnig. Hose plus 4, ja. Oh ja. Immerhin macht's euch Spaß. Besuchen Sie das Dach. Das ist schön. Das ist schön.
Haben die da... Was ist denn das für eine Flasche? Ist das auch wieder Helium? Ich sehe in letzter Zeit die ganze Zeit überall diese Lachgasflaschen und so, die ja immer ständig verkauft werden. Das ist echt verrückt geworden. Also. Andererseits ist das natürlich in der heutigen Zeit die einzige Möglichkeit, überhaupt mal zu lachen. Sei denn, du bist wie Elon Musk und lachst über völlig beschissene Sachen, dann kannst du natürlich trotzdem lachen. So. Wir haben jetzt also die Schere für unten, für das Tor beim Automaten. Und irgendjemand lebt hier gut auf dem Dach. Bereit für Schockzeit. Ich würde ihn mitnehmen, wenn ich kann. Aber wie ist er hergekommen? Bis hierhin. Oh Mann, und man darf ihn nicht streicheln. Seid ihr denn wahnsinnig? Da muss dieser Twitter-Account mal aktiv werden. Can you pet the dog? No, you fucking can't. Horrible. Who does that? Okay, da kam nicht viel. Also, wir haben die Schere eingesetzt. Sherry, Sherry Lady. Und dachte eigentlich, das ist das Exit. Aber hier gibt es einfach keinen Ausgang. Okay, jetzt wird es wirklich mysteriös. Ja, ich weiß, es ist echt schlimm und so mit Twitter, aber du musst doch jetzt nicht... Komm, geh doch einfach auf Mastodon. Komm, Blue Sky. Was ist mit Facebook? Ja, okay, da hast du einen Punkt. Alter. Okay, der hat dasselbe wie vorher. Die haben alle identische Wunden, weil es derselbe Skin ist, dass da die Hose noch hält. Also jetzt irgendwas zutiefst Mysteriöses am Werk. Ah! Oh! Hängt ihr einfach der Typ? Oh, Scheiß! Für einen Fußfetischisten okay, aber... Alter. Stört das euch nicht? Wir kommen vom Molten Manor Rewatch von Itzianina. Ey, grüßt euch. Ja, schön, dass du da bist. Oder, dass ihr da wart. Ich spiele jetzt gerade ein Spiel, in dem wir durch Kowloon laufen. Allerdings, wie ihr sehen könnt... Alter, ist das kein normales Kowloon? Ich meine, so ist es vielleicht in manchen Orten, wenn Frauen da durchlaufen. Aber ich glaube, da will niemand eine High Five geben. Ignoriert den, der macht das immer. Der hat leider keine Farbe mehr für die Wand, deswegen macht das so. Arme Leute halt. Reichen Lord Mons Inkontinenzeinlagen? Ich lasse mittlerweile einfach nur noch laufen. Okay, ich bin raus. Ich bin tatsächlich raus. Längst alles zerstört.
Ich glaube, Janina, ich bin durch gerade. Das ist, glaube ich, schon das Ende, um ehrlich zu sein. Jetzt bin ich aber empört! Wirklich, das kannst du nicht, das ist einfach, war so klar. Ich habe nicht damit gerechnet. Ausgabe. Ey, Janina, das geht die ganze Zeit schon so. Ich werde die ganze Zeit schon geschockt von diesem Schweinespiel. Letzte Ausfahrt, Kowloon. Okay, wir haben 6 Stunden heute gemacht. Endlich mal hatten wir alle Sex und er war gut. Okay, wir sind jetzt hier am Ende von meiner Session. Ich muss allerdings sagen, dass das eine schöne Runde war heute. Wir haben viel gemacht. 3 Spiele gespielt, 2 aktuelle, die nichts mit Schocktober zu tun haben, aber dann eben auch endlich noch ein Schocktober-Spiel und sogar zu Ende gespielt. Ich dachte, dass das so ein paar Stunden dauert. Das waren am Ende, wie lange jetzt? 72 Minuten. Das ist schon krass wenig. Das kann man fast wieder zurückgeben. Mache ich aber nicht. Das mache ich nicht. Wenn ich ein Spiel durchgespielt habe, dann habe ich das bezahlt und gut ist so. Ich finde es lustig, weil es wirklich nicht lang ist. Aber es war ein schönes Spiel. Es hat mich manchmal derbe überrascht und ich finde, und auch erschreckt, und ich finde nicht, dass Spiele, wenn sie sowas bieten und einem ein Setting bieten, dann müssen die auch nicht mega lang sein. Dann läufst du nur noch länger rum und suchst noch was und noch ein Item und noch ein Key. Was war eigentlich jetzt mit 5, 9, 1, 3? Weiß keiner, ne? Wissen wir nicht. Werden wir nie wissen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Denkt dran, abonnieren, gerne auch mal. Daumen hoch und natürlich mein Zweitkanal Montalk, der muss gefüttert werden mit Abos. Sonst geht der unter. So ist das leider. Aber es macht mir im Moment sehr viel Spaß, beide Kanäle zu füttern. Ich denke, in Zukunft wird es auch ein bisschen wieder ausgeglichener sein. Aber jetzt ist eben primär Gaming, Schocktober und noch die Sachen, die neu sind in diesem Monat. Nächsten Monat findet das dann wieder einen relativ normalen Gang, würde ich sagen. So, jetzt schicke ich euch rüber. Ich meine, ihr seid natürlich schon rüber, euch schicke ich jetzt weg, wo auch immer YouTube euch hinführt als nächstes. Danke für euren Support und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschö. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Boah, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Ich hab Stuhl!